wir starten hier in die Pistol Round, wo direkt die Pause reingecallt wird von den Tees. Muss nochmal ganz kurz der Hack adjusted werden, Kappa. Spaß beiseite, man geht hier in Map Nummer 1, Runde Nummer 1, ESL Meisterschaft bei 99 Damage. Wir sehen die North Alliance versus No Chance. Platz 1 gegen Platz 2 auf einer schönen Map, die viel zu bieten hat, aber auch leider ziemlich unbalanced ist. Weswegen, ja, wobei, was heißt leider? Man muss auch einfach so sehen, dadurch, dass diese Map verhältnismäßig so unbalanced ist, weil sonst sind meistens die Maps so, würde ich behaupten, um 48-52%, 51-49%, also so relativ ausgeglichen mit 1-2% nur. Die abweichen hier bei dieser Map sind 56-44% im Schnitt oder circa. Ist es halt so, dass wir keine langweilige Hälfte sehen werden. Ne? Die erste Hälfte, wo wahrscheinlich jetzt hier in diesem Fall die North Lions, die auf City starten, den Vorteil haben werden und dementsprechend wahrscheinlich ein bisschen besser in die Hälfte reingehen. Aber dann die zweite Hälfte, wo No Chance dann ihr Comeback starten können. Wir warten hier noch auf die beiden Kontrahenten. North Lions mittlerweile ready und auch No Chance jetzt soweit. Und somit gehen wir in das Match. Wir sehen auf Seiten der CTs bei den North Lions, dass alle Spieler mit Kevlar ausgerüstet sind, bis auf Domme, der mit Diffuse Kit reingeht und seinem Mate Riva Tobi hier ein paar Dulis gelegt hat, und die Tees gehen mit Full Glocks rein, dem gar nicht wahr. Full Glocks bis auf Dennis Law, der mit einer Puto 50 reingeht, und Wookie mit dem Entry Frag gegen Nero. Denn die Tees pushen hier A kurz rein, holen sich auch Wookie und Nick und sind jetzt auf dem Weg in Richtung A-Side. Domme mit einem schönen One-Tap hier gegen Retro. 3-on-3, Bombe geplantet, North Lions im Retake, Sascha mit dem Fracky gegen Domme. Zwei CTs noch am Leben, Riva Tobi und Maria. Riva Tobi mit den beiden Fracks gegen Schaft und Sascha. Und Marianne mit dem letzten Frack. Und diese Runde geht an die North Lions. Schöner Retake hier von den CTs. Riva Tobi mit den wichtigen Fracks am Ende. Und somit holen sich die North Lions Runde Nummer 1. Wir sehen jetzt hier auf Seiten der CTs den Buy mit zwei Rifles, drei SMGs, um es genau zu sagen, hier drei MP9s, eine Farmers, eine M4 gegen die Deagles bzw. Pistols auf Seiten der Tees. Wir sehen drei P250s und zwei Deagles. Und kaum Utility, zwei Flashes an der Zahl, während die Tees natürlich, während die CTs natürlich mit ein bisschen mehr Utility ins Rennen gehen. Duki, der hier Mitte durchgepusht ist und seinem Mate Riva Tobi zur Hilfe kommt, der gepusht wurde, aber auch schon sich einen Frag ziehen konnte. So schnell geht es, die Tees nur noch mit drei Spielern in der Runde. Sascha, Schaft und Nero gegen die volle Kraft der CTs. Und Nero, der hier von Riva Tobi gut Damage durch die Smoke kassiert. Wir sehen Riva Tobi, der hier ganz close vor der Door ist bei B. Und jetzt auch im Fight gegen Sascha. Denn die CTs sind hier vor B-Side. Konnten sich Riva Tobi holen, somit nur noch gegen vier CTs hier. 55 Sekunden noch auf der Uhr und man nimmt sich die Zeit, die man hier braucht. Man hat die Bombe, man hat die Ruhe, schafft mit der aufgesammelten MP9 des Gegners und auch Full Kevlar. Mirjan mit dem Frag jetzt gegen Schaft. Bombe ist somit down. Sascha fällt der M4 von Marian auch zugrunde. Und auch Nero als letzter verbleibender T fällt der M4 zum Opfer. 2-0 North Lions. Schöner Start hier von den CTs. Man geht mit gut Energie hier rein, aber jetzt wird es ernst, denn die Tees können jetzt hier auch voll kaufen. Wir sehen 5 AKs am Stück gegen zwei M4s, eine Farmers, und die zwei
verbleibenden MP9s aus der letzten Runde. Die Tees jetzt auch mit der Full Utility und wir sehen hier einen Split 3 vor B, 2 vor A bzw. in der Mitte. Man spielt hier einen Default und die CDs gut mit der Counter Utility relativ früh in der Runde. Interessanter Booster von Sascha und seinem Mate und das zahlt sich direkt aus, denn Domme fällt. Zuvor konnte Riva Tobi aber den Entry-Frag setzen und auch Niro, der jetzt hier wieder abermals von Riva Tobi durch die Smoke guten Damage kassiert. Die Tees genau in der gleichen Anzahl der Spieler wie die CTs, 4 gegen 4. Aber die HP sehen bei den CTs doch ein wenig besser aus. Riva Tobi mit einem guten Bang dagegen, Sascha. Häufig gesehen, häufig genutzt dieser Bang und er zahlt sich auch einfach häufig aus. Riva Tobi jetzt mit dem Finisher gegen Niro, der eh schon Low HP von Riva Tobi bekommen hat. Schafft jetzt hier mit der Smoke in Richtung CT Kübel auf die rechte Seite dürfte das gewesen sein. Danny Slaw mit der linken Seite, die jetzt abgesmoked wird. Und die Flashes, die auf B-Side fliegen. Und die Tees executen on-Side. Danny Slaw kann sich Riva Tobi da am Eck holen. Marianne, der jetzt noch am Kübel steht. Und weggesmoked ist da durch die Smoke bankt, aber keinen hittet. 3 gegen 3, die CTs im Retake. Wookie bekannt, kann sich Danny Slaw holen. Aber Sascha setzt den Refrag 2-on-2. Schafft nur noch mit 12 HP, unterliegt jetzt den CT, Sascha bekannt, kann aber den Headshot gegen Nick setzen. 1-1 Marianne gegen Sascha. Marianne erwartet da schon den Bang, weiß, wo Sascha sich befindet und unterliegt der AK. No chance mit der ersten Runde. 2-1. Jetzt hier die Möglichkeit zum Ausgleich für die Tees. Kann man hier den Ausgleich setzen in Runde 4? Oder wird man doch weiter hinten liegen? North Lions noch mit ein wenig Geld am Start, hat für 2 M4s, 2 MP9s und eine 5-7 gereicht. Utility auch in Ordnung vorhanden. Eher so mittelmäßig, Riva Tobi beispielsweise mit gar keiner Utility am Start, aber das hat ja nichts unbedingt zu bedeuten. Die Tees natürlich weiterhin mit dem Buy. Aber man sieht auch, dass bei ihnen das Geld auch nicht so krass vorhanden ist. Denn man sieht hier eine MAC-10 und eine Galli. Riva Tobi lässt sich nicht schlagen. Wird hier von seinem Mate angehetet und Niro macht den Rest. Gar nicht wahr, Marianne hat hier den Frag gesetzt. Aber Niro ist auch gefallen. Somit, ja, ich nenne es jetzt einfach mal hier Refrag und die CTs mit der Überzahl. Trotz der Waffenunterlegenheit konnte man jetzt hier eine Überzahl erspielen. Die Frage ist, kann man sich das auch zum Vorteil machen oder zunutze machen? Oder wird man hier der AK, der Galil und der MAC-10 trotzdem unterliegen? Die Tees gehen vor, wieder in Richtung B. Man hat jetzt hier noch 50 Sekunden auf der Uhr. Man hat die Bombe und auch noch die Möglichkeit in Richtung A zu gehen. Dennis Law holt sich hier Marianne. 3 gegen 3. Aber wir sehen bei Danny Slaw nur noch einen HP. Das ist eine gute Nate hier von Wikidushi Smoke. Schafft somit nur noch mit Half HP auf der Map. Und man plantet die Bombe. Bombe plant durch Domme, der sich hier Danny Slaw und Schaft holt. Und jetzt Sascha alleine gegen 3 und unterliegt der M4 von Nick. Und somit können die North Lions hier ihre Führung weiter ausbauen. 3-1. Wir gehen in Runde 5. Die Tees
Ja, mit mittelmäßig Gelb vorhanden. Meiner Meinung nach sollte man hier vermutlich eher den Halfpipe spielen, also so auf ca. $2000 runterkaufen, um in der nächsten Runde wieder voll reingehen zu können, während die CTs hier mit zwei gespeicherten AKs und den drei M4s ins Rennen geht. Man hat hier also den Waffenvorteil, den Utility-Vorteil, denn die Ts nur mit zwei, drei Smokes und ein paar Flashes in der Runde. Derweilen sind wir bei einer Minute 30 noch circa, die hier auf dem Timer ist. Und wir sehen, dass die Ts sich in Richtung A-Side orientieren. Man ist da schon in den Tunnels drin. Der erste Damage, der auch schon von der Nate gefangen wurde. Retro hier mit nur noch 69 HP. Aber 69 HP können hier auch ausreichen, um die entscheidenden Deagle-Headshots zu setzen. Denn die Deagle braucht ja, wie wir wissen, nur einen Schuss in den Kopf und kann somit den CTs zum Verhängnis werden. Aber Nick lässt sich hier nicht beeindrucken von der Flash. Die Offside Field kann hier drei wichtige Frags setzen. Schafft er jetzt den Frag holt, sich somit die DM4 sichert. Und jetzt ist man zu zweit gegen vier. Domme auch ganz frech. Durch die Smoke hat hier natürlich die Steps von Dennis gehört. Und schafft alleine gegen 4. Er hat die Bombe, er hat die M4 und Kevlar. Kann somit hier eventuell noch was ausrichten, aber nein, Marianne lässt nicht mit sich verhandeln und setzt den Frag. 4-1 North Lions. Guter Start hier von den CTs, aber man muss sich auch einfach nochmal ins Gedächtnis rufen. Es ist eine verdammt CT-lastige Map. Dementsprechend muss das nichts bedeuten. Wir sehen No Chance hier das Lineup rund um Sascha. Wieder mit dem Full-Buy am Start, 5 AKs. Bis jetzt haben wir auch noch keine einzige AWP im Match gesehen. Aber ich denke mal, bald dürfte es soweit sein. Ich vermute, dass wir Wookie hier, den AWP-Spieler von North Lions, als ersten hier mit einer AWP sehen werden. Ich könnte mir auch schon vorstellen, dass es in den nächsten zwei Runden soweit sein wird. Marianne derweilen mit dem First Track gegen Dennis Law. Somit wieder die Überzahl für die CTs und Ribatop immer wieder ganz frech hier gegen Retro, der sich leicht durch die Smoke zeigt. Und Ribatobi kann direkt reagieren. Wie gesagt, in letzter Zeit habe ich hier häufiger schon die Map Ancient gesehen und mir ist häufig auch aufgefallen, dass die Ts auch einfach langsam gehen müssen, weil man wird hier abgesmoked, muss erstmal warten. Sascha jetzt mit dem Frack gegen Wookie. Muss hier immer warten, man hat hier jetzt nur noch unter einer Minute Zeit, um die 40 Sekunden, um sich zu entscheiden, wo man hingehen möchte, wo man das Ei legen möchte, wo man hier vielleicht die Runde für sich entscheiden möchte. 30 Sekunden. Man geht vor in Richtung A, wo Nick sich schafft und Sascha holen kann. Und wir sehen Niro mit der AK und dem Dream. Er hat dann Nick gespottet, geht auf die Trigger-Disziplin. Nick mit 40 HP, Niro hier gegen die Kontrahenten, gegen die CTs. 9 Sekunden, langsam muss er planten, setzt den Frag gegen Nick nicht, hat sich dagegen entschieden, wird gespottet von Dumme, ohne dass er hier einen Frag setzen kann. 5-1 North Lions. Ich muss ja sagen, No Chance hier. Er verliert schon relativ deutlich die Runden, aber wie gesagt, es ist eine CT-Map. 3 Runden können ausreichen, um hier das Ding für sich am Ende in der zweiten Hälfte zu entscheiden. Und deswegen finde ich es auch einfach wichtig hier auf Ancient, wie die Knife Round ausgeht. Auf den anderen Maps ist es eigentlich relativ pumpe, denn es sind immer relativ ausgeglichen, aber Ancient halt eben nicht. Die Ts mit den Pistols und Ribatobi und Marianne gönnen sich hier die Echo Frags, Dennis Law aber noch mit einem Counter Frag gegen Marianne und fällt aber dann letztendlich gegen die AK von Domme. 6-1 North Lions. Sie gehen hier kurz und schmerzlos durch und wie angekündigt sehen wir die erste AWP im Match bei Wookie. Bin mir nicht sicher, ich glaube in der letzten Runde, doch, in der letzten Runde wird er auch eine gehabt haben, vermute ich mal.
Ja, er ist auch nur mit 300 reingegangen. In der letzten Runde hatte er die Option, da ist mir gar nicht aufgefallen. Dementsprechend hatte er die erste AWP an diesem Spieltag hier. Und Niro, der jetzt auch nachzieht und vorher die Nades fängt, Retro fällt durch die Hand von Ribatobo, beziehungsweise er durch den Molotow, er verbrennt elendig im Höllenfeuer. Und Ribatobo mal wieder durch die Smoke da ganz dreist. Am Sprain weiß jetzt, dass da mindestens ein T close sein muss durch den Molotow. Und die Tees wieder mit einem Default Play. Man ist aufgesplittet. Ribatobo holt sich und wird direkt gerefragt. Nick fällt. Durchschafft. Die Tees in der Unterzahl. Und Wookie mit einem sehr interessanten Angle da gegen seinen Gegenspieler. Sascha, der jetzt hier die Bombe vorsichtig pickte, die vor B-Side gedroppt wurde. Und theoretisch hat er den freien Weg in Richtung B. Denn B wird nicht gedeckt, aber Marianne jetzt hier auf dem Weg. Und hat er das richtige Timing? Kann er da seinen Gegner abfangen? Nein, er entscheidet sich jetzt in Richtung A zu gehen, weil der Gegner da gespottet wurde. Nämlich schafft, der jetzt auch fällt. Und Sascha jetzt allein. Wird aber vermutlich noch die Bombe planten können, wenn er sich hier beeilt. Das sieht gut aus. 10 Sekunden noch. Bombenplant wird durchgehen, wenn er ihn jetzt langsam aber sicher ansetzt. Und ja, macht er Marianne aber jetzt schon auf dem Weg. Wird den Gegner jetzt hören können. Frage ist, wurde er auch gehört von Sascha? Sascha im Klatsch gegen 3. Die sieht dies im Retake. Er muss letztendlich nur die Bombe halten. Aber dieses nur die Bombe halten gestaltet sich ja meistens schwieriger, als es sich anhört. Sascha jetzt hier mit Bang durch die Wall und die Gegner ziehen den Diffuse durch. Domme holt Sascha jetzt durch die Wall, durch die auch der T gesprayt hat. 7-1 North Lions. Bis jetzt ein kurzes, knappes Match. Aber wie gesagt, das kann sich hier noch ändern. Auf Ancient sind wir hier. Und das ist einfach eine Map. Da kann sich alles in der zweiten Hälfte wenden. Die Tees mit den AKs am Start, aber nicht mehr sonderlich viel Geld, während die CTs das Geld auf der hohen Kante haben. Ribatobo mit dem Entry-Frag. Wird direkt gerefragt. Marianne jetzt hier im Fight gegen Leto. Und setzt ganz knapp hier den Frag. Dennis Law jetzt hier hinter der Smoke-Kante. Marianne, der da durchgeht und fällt. Domme wird derweil mit dem Frack gegen schafft. 2 Tees hier noch am Leben. Dennis Law, der sich jetzt hier die Bombe holt und zu seinem Mate geht. Dieser ist mittlerweile in B-Tunnels, also relativ close for sight schon. Und sucht hier schon die Gegner, aimt die Ecken ab, schaut, wo hier ein Gegner, ein CT sich verstecken könnte und smoked jetzt hier links ab. Während sein Mate Dennis Law hier die rechte Kante oder rechte Seite absmoked, aber die linke Seite ist nicht gut gesmoked, weswegen Wookie den Frag setzen kann. Mit der AWP. Dennis Law jetzt hier ganz alleine wieder gegen 3. Wir kennen die Situation. Ein T alleine gegen 3 im Retake. Beziehungsweise die Seed ist im Retake. Domme kommt von hinten. Setzt Dennis Law ein Ende. Und somit die nächste Runde für die North Lions. 8-1 für die CTs. Die Hälfte haben sie somit in der Tasche, denn maximal kann jetzt hier ein 8-7 draus werden. Aber ich denke nicht, dass No Chance jetzt hier noch so dermaßen rankommen wird. Es wäre wünschenswert, wenn die Tees sich hier 3 Runden ergattern könnten. Aber ich denke, das sieht derzeit nicht gut aus. Es sind noch 5 Runden zu spielen, beziehungsweise 6 mit der aktuellen Runde. Und wir gehen rein. Runde 10
hier im Match. Best of 2, erste Map Ancient, zweite Map Inferno. Niro holt sich Riva Tobi, First Frag für die Tees, wird aber direkt gerefragt von Wookie, dem AWP-Spieler hier von den North Lions. Dennis Law unterliegt Marianne, der sich auch noch Retro holen kann. Zwei wichtige Frags, Bombe down vor B. Marianne mit 5 HP und mit der Bombe. Er kann jetzt hier ganz entspannt warten, bis seine Mates kommen oder auch nicht. Denn Schaft setzt den Frag, sammelt die AK seines Mates auf, holt die Bombe. Jetzt aimt man hier ab. Aber die CTs warten schon. Domme, der aus der Mitte kommt und vermutlich von hinten kommen will, beziehungsweise die Rotation abcuttet. Und Nick und Wookie hier on site. Nick, der hier den Frag gegen Sascha setzt, schafft alleine. Der Bombenplant wäre für das Geld wichtig, aber so einfach wird das nicht, die Bombe zu legen, denn die CTs warten hier schon. Und Nick setzt den Frag 9-1 für North Lions. Sehr, sehr starke Performance hier von dem Team rund um Marian, der hier den IGL bespielt. Und wir sind dabei. Runde 11. Das erste Drittel der regulären Spielzeit ist um. Und wir sehen, dass die Tees hier nur mit den Pistols am Start sind. Nick mit dem Molly, der die Tees hier aufhält. Denn diese sind unterwegs in Richtung A-Zeit. Wir sehen, dass Retro hier vor B ein wenig den Lurk bespielt hat, jetzt aber auch sich auf den Weg macht zum Rest seines Teams. Und jetzt geht hier der Execute los in Richtung A-Side. Die Tees smoken und flashen, was das Zeug hält. Frage ist, ob es ihnen helfen wird. Der Luki mit der AWP holt sich 2. Domo holt sich auch noch ein. Marian reiht sich auch noch in die Reihe. Der Killer hier ein und Wookie mit dem Deagle-Frack gegen Schaft. So schnell kann es gehen. North Lions jetzt im zweistelligen Bereich. 10-1. Wir sind in Runde 12. Die Tees jetzt wieder mit dem Bye. Aber es fällt ihnen schwer. Man kann hier nicht wirklich gegen die North Lions irgendwas ausrichten. Es fällt hier den Tees schwer, sich zu behaupten gegen den direkten Kontrahenten, gegen den Tabellenersten. Wir sehen, dass die Tees sich wieder in Richtung B orientieren und Riva Tobi hier direkt im Fight und unterliegt dieses Mal wieder der AK von Sascha. Domme, der jetzt hier aber auch im Duell ist, den Refrag setzen könnte und er macht es auch. Ausgeglichene Situation 4 gegen 4. Domme aber nur noch mit 15 HP. Der nächste Lord, der jetzt hier den Fight gegen Marianne holt. 3 CTs noch am Leben. Die Tees in der Überzahl. Niro mit dem Frack gegen Wookie durch die Wall. Jetzt auch mit dem Frack gegen Nick. 2 starke und wichtige AWP-Frack. Potenzielle Runde 2 für No Chance. Jede einzelne T-Round auf Ancient ist wichtig und kann den Ausschlag in der zweiten Hälfte geben. Domme alleine gegen 3 wird hier aber, denke ich mal, nicht mehr so viel aussetzen können. Er hat nur noch 15 HP. Wenn diese 15 HP reichen, um wenigstens noch einen der Gegner rauszuholen. Die CTs mit relativ gut Geld, oder was heißt relativ gut Geld am Start. Sie haben so viel Geld, dass sie hier schon nebenbei jetzt irgendwo anders anlegen könnten. Hat aber natürlich auch nicht so viel Sinn, einfach sinnlos irgendwo reinzurennen. Domme, der den Damage hier setzt gegen Dennis Law, der sich jetzt entscheidet, in Richtung Mitte mit seinen Mates wegzulaufen. Und somit wird es hier kein Frag für den verbleibenden CT geben. Aber die zweite Runde für die Tees. 10-2. No Chance mit einer weiteren T-Round, die sie sich hier ganz schwer erarbeitet haben. Und vor allem
Der AWP-Spieler der Tees, Niro, hier mit einer sehr wichtigen Rolle, hat die Site geklärt, hat den gegnerischen Orper rausnehmen können und auch weitere wichtige Frags gegen die Cities setzen können, sodass seine Mates auf Site planten konnten. Aber letztendlich ist es natürlich immer eine Teamleistung hier. Das wird auch so bleiben. CSGO, ein Teamspiel, wo viel an der Kommunikation liegt, wo die Kommunikation einfach sehr, sehr viel entscheiden kann. Wir sehen, dass No Chance sich wieder vor B-Side aufbaut, wo die Counter-Utility fliegt. Marianne mit einer Nade, die ja gar nicht mal so viel Damage gesetzt hat. Wookie mit dem First Track gegen Sascha. Vier Tees noch auf der Map. Jetzt hier im Duell wird aber gefragt von Niro, der ganz leicht den Schlitz sieht. Oder Wookie durch den Schlitz sieht. So, ja. Und wir sehen ein 4 gegen 4. 45 Sekunden, Domme mit dem Frack gegen Schaft. Riba Tobi fällt auf B und somit nur noch Marianne onside. Niro mit einem weiteren wichtigen Frack gegen Domme. Marianne jetzt bekannt und Niro holt sich auch ihn. Schon ganze drei Fracks hier und er holt auch den letzten City. Drei Runden für No Chance. Jede einzelne Runde, wie gesagt, wichtig. Und ich finde, No Chance kann hier nochmal ganz gut Damage setzen und kommt nochmal gut ran. Drei Runden schon nicht schlecht für die T-Side auf Ancient. Wir gehen rein in die vorletzte Runde in Hälfte Nummer 1 auf Map Nummer 1 im Spieltag 4 der ESL-Meisterschaft bei 99 Demon in Division 3.2. Beide Seiten weiter mit dem Full Vibe. Wir sehen, dass die North Lions auch nicht mehr so viel Geld vorhanden haben. Diese Runde wäre ganz gut auf jeden Fall für beide Seiten zu holen. 11-3 wäre ein schönes Ergebnis für die Tees. Für die Cities oder 11-4 eventuell. Ja, 12-3. Ist ja noch nicht die letzte Runde hier und wir sehen, dass die Tees schon gut gespottet wurden. Riba Tobi und Marianne, die da vorgehen, switchen wir auch direkt mal hier rauf und Riba Tobi mit einem. Keinem weiteren in Retro setzt dem Ganzen ein Ende. Marianne unterliegt der AWP von Niro. Aber Wookie, der hier noch ganz stark auf Side steht und die Gegner noch auffällt, denn er konnte den gegnerischen Orb-Spieler holen. 3 gegen 3. Doppel-AWP bei den CTs, denn Nick bespielt sie auch. Nick und Wookie mit den AWPs. Nick auf A, Wookie auf B. Sascha holt sich Domme, somit die CTs nur noch mit AWPs in der Runde. Reichen die beiden AWPs hier aus, um diese Runde für sich zu entscheiden? Der da in die Smoke reinpiekt, keinen Damage setzen kann, aber jetzt hier ganz, ganz frech Retro durch die Smoke holt. Domme wird geplantet, der versucht da zu bangen. Kann aber hier nicht durch den Stein schießen. Und Nick, der die M4 aufgesammelt hat, jetzt hier im Retake gegen 2. Sascha und Schaft, die jetzt hier das Ding für ihr Team holen könnten. Es wäre eine wichtige Runde, Nick, der hier gespottet wurde von Schaft, der auch den Track setzen konnte. 10-4. Vier Runden sehr gut auf Ancient für die T-Side. Kann man hier noch Runde 5 für sich holen? 10-5, das wäre eine sehr wünschenswerte Performance von No Chance. Auch wenn es so aussieht, dass die North Lions hier sehr, sehr gut drüber gefahren sind, muss das noch nichts bedeuten. Die zweite Hälfte der Runden-Switch ist immer der entscheidende, denn die City-Side ist hier einfach deutlich im Vorteil. Wie schon so häufig erwähnt. Die Cities mit dem Full war aber nicht mehr sonderlich viel Utility und auch nur noch einer Farmers. Oder einer Farmers statt der M4. Bei Nick.
Und damit er hier durch die Smoke gepusht ist, gut Raum einnimmt und Sascha holen kann. Sehr wichtiger und interessanter Move. War das ein Fehler, da auf die AK zu switchen? Nein. Schafft, kann ihn nicht bestrafen. Niro fällt gegen Marianne. Und nur noch Retro und Dennis Law. Retro jetzt aber hier gefallen gegen Wookie. Dennis Law alleine gegen die volle Stärke der City. Und erwischt Marianne da im richtigen Moment, der gerade am Reloaden ist. Der Bombenplant geht durch. Nicht gerade vorteilhaft geplantet für Dennis Law, denn dieser muss sich jetzt eigentlich in Richtung Rampe zurückziehen. Schon die Gegner warten und Rieber Tobi, der den Frag von hinten setzt. Und somit holt North Lions 11 City-Runden und no chance. 4 starke T-Rounds. Und wir gehen jetzt hier in Hälfte Nummer 2. Aber davor werfen wir noch einen ganz kurzen Blick hier aufs Scoreboard. Wir sehen Domme als Top-Fragger auf dem Server mit 17 Frags. Marianne und Riva Tobi mit 14, 12 bei Wookie und Nick mit 9 Frags. 9 und 9 auch bei Sascha und Niro. Dennis Law mit 7, 6 bei Schaft und Reto mit 3. Kurz hier nochmal die erweiterten Stats für euch. ADR relativ ausgeglichen jeweils bei den Teams. Marianne mit 138 und 123 bei Riva Tobi. Die beiden stechen ein wenig raus. Ansonsten weiterhin ausgeglichen. Runde 16, Pistol Round Nummer 2. Die Tees mit den Pistols, kaum Utility, Riva Tobi als einziger mit Utility. Man entscheidet sich hier B kurz in Richtung Mitte zu bespielen. Beziehungsweise in Richtung Mitte zu gehen und jetzt A kurz zu gehen. Man ist hier jetzt auf, seit wurde gespottet von Schafte, dürfte das sein, ja. Und Retro fällt hier in Backhaul. Die Tees konnten die Bombe legen, die CTs jetzt in Unterzahl. Marianne mit dem Headshot gegen Sascha. Und no chance im Retake. Schafft fängt sich auch einen Headshot durch Marianne. Wookie holt sich Niro und nur noch Dennis Law, der auch einen Headshot durch Marians Hand erfährt. 12 zu 4, North Lions bauen hier die Führung weiter aus, können die Pistol Round wieder mal für sich entscheiden. Kann No Chance hier mit den 4 geholten T-Rounds doch noch weiter rankommen oder macht North Lions hier eiskalt das Ding zu? Man ist auf der Zielgeraden, es fehlen nur noch 4 Runden, um hier die Map 1 für sich zu entscheiden und das wahnsinnig gute Ergebnis, das man derzeit in der Liga hat, hier weiter aufzubauen. Marianne jetzt hier mit der AK, der sich Sascha holen kann. Wir sehen, dass die CTs hier nur mit Pistols gegenhalten können. Haben auch reingeforstet, die Deals sind am Start, aber die teasen natürlich in dem Waffenvorteil. Denn man spielt hier 3 AKs, eine Galil und eine MAC-10. Zwei CTs, die hier jetzt auch schon gefallen sind. Man orientiert sich auf Seiten der Tees in Richtung B, wo nur noch Dennis Law sogar relativ close hier am Leben sind, der jetzt auch fällt, und Niro, der mit 13 HP jetzt in Richtung Kübel rotiert. Der Plant der Tees. Niro fällt und nur noch schafft mit der P250, der den Fracken gegen Domme setzen kann. Er setzt den Headshot und will jetzt hier natürlich die AK save. Man konnte wenigstens Damage setzen, man konnte hier eventuell eine Waffe speichern. Sei denn natürlich, er wird gefrackt. Kann er hier noch einmal Damage setzen? Nein, kann er nicht. Triva Tobi, der sich hier versuchen wollte, die AK zu snacken, die aber natürlich hier vom CT aufgehoben wurde. Es sieht aus, als ob die North Lions sich hier Runde 13 auf ihr Konto schreiben können. Sei denn, es passiert noch ein Wunder, aber ich denke eher nicht. Der NOC schafft hier, also No Chance schafft, versucht reinzuspeichern, kann sich auch noch Riva Tobi holen, wird jetzt aber gefragt. 13 zu 4. North Lions mit sehr gutem Vorsprung, aber No Chance eigentlich auch mit keiner schlechten Performance in der ersten Hälfte. 4 Runden für die T-Side, wie ich schon so häufig gesagt habe, eigentlich kein schlechtes Ergebnis.
Wir gehen in Runde 18 die CTs mit der Echo. Man kauft hier 4 P250s rein und ein wenig Utility, 2 Smokes, wenn ich es richtig gesehen habe, und 2 HEs. Schafft der hier Dome ganz dreist durch die Smoke, holt mit dem Headshot. Somit die CTs in der Überzahl, aber trotzdem im Nachteil, denn man spielt hier gegen 4 AKs. Marie mit einem starken Headshot gegen Niro. Marian unterliegt jetzt hier aber der P250 von Retro. Die T ist weiterhin in der Unterzahl. Sascha fällt und Dennis Law auch. Lieber Tobi mit 2 wichtigen Frags für sein Team. Nur noch gegen 2 CTs. Retro mit einer aufgehobenen AK und schafft mit der P250. Schafft eine Retro, der hier am Blumenkübel steht oder am Kübel und fällt gegen Nick. Schafft alleine gegen 3. Ist jetzt hier im Seitengang bei B. Schaut, ob er hier vielleicht jemanden spotten kann. Wird da abgesmoked und die Smoke wird auch von Wookie abgeaimt. Er springt aus der Smoke, kann aber keinen Damage setzen, kann auch nicht den Low HP Nick holen und somit der North Lions mit Runde 14. 14-4. No chance im Zugzwang. Man darf sich hier jetzt keine Fehler mehr so wirklich erlauben. Einen kann man sich noch maximal genehmigen und dann muss man es flawless in die Overtime schaffen. Ansonsten ist Map Nummer 1 für den direkten Kontrahenten North Lions durch. Schafft hier mit einer relativ offensiven Position, kann sich Domme fraggen. Somit Überzahl für die CTs. Und das ist das Ding, man ist hier abgesmoked, man nimmt sich natürlich Raum in Mitte ein, aber die CTs können einfach dahinter warten und abaimen. Dennis Law mit dem Frag gegen Wookie. 3 Tees nur noch am Leben, potenzielle Runde hier für No Chance. Wir sehen auch bei Retro die erste AWP in Hälfte Nummer 2. 1:10 noch auf dem Zeiger. Die Tees mit der Bombe unterwegs in Richtung A. Und sie werden auch schon gebackstappt hier von Niro, der schon am T-Spawn ist. Und wenn er das richtige Timing erwischt, kann er die Tees ganz, ganz frech von hinten holen. Retro, der sich lieber Tobi holen kann, da weiter im Duell ist, aber gefragt wird von Nick, der jetzt auch auf CT Dennis Law spotten kann, der von seinem Mate geholt wird. Nick mit dem Frack gegen schafft 2-on-2. Bombenplant jetzt hier von ihm und der CT, der sich durch die Smokes schleicht, und Niro, der von hinten kommt, den einholen kann und auch den letzten T gut an Damage, und Sascha, der das Ganze jetzt hier finisht. Und somit die nächste Runde hier für die CTs. Der Bomben-Defuse wird durchgehen. Somit steht es dann hier 14-5. Kann No Chance jetzt hier das Comeback starten oder nicht? Langsam aber sicher wird es Zeit, hier für die CTs ranzukommen. Wir starten jetzt hier in das zweite Drittel der regulären Spielzeit. Beide Teams mit dem Full-Buy. Niro mit der AWP setzte den Frag gegen Marian. Die Tees wieder im Nachteil. Man hat einen Spieler weniger. Wookie, der hier jumpspottet, und Niro, der ganz, ganz böse verschießt. Den Frag hätte er haben müssen. Wookie kann sich dementsprechend hier Sascha holen, wird jetzt aber gerefragt, denn Niro macht seinen Fehler. Ja, aber zumindest versucht er ihn hier wieder wett zu machen. 3 Tees noch am Leben, schafft, unterliegt der AK mit seiner MP9. Nick holt sich Niro onto. Retro und Dennis Law hier im wichtigen und entscheidenden Move.
Sie müssen hier das Ding für ihr Team holen. Wenn man nicht auf Overtime spielen will und redet mit einem wichtigen Frack gegen Nick, fängt sich hier den Headshot. Dennis bekannt und unterliegt der AK von Rieber Tobi. 15 zu 5. Matchpoint North Lions. No chance im Zugzwang. Kann man hier das Ding noch für sich holen? Kann man das Ding in die Overtime bringen? Ganz, ganz wild.